Yes, yes, liebe Friends, was geht ab bei euch? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Wir befinden uns heute hier wegen der aktuellen Lage, wegen aktuellen Anschuldigungen und Vorwürfen, wo ich gerne auch drauf eingehen möchte. Die Lage hat sich in den letzten Tagen sehr hochgeschaukelt, sehr hochgekocht. Bezüglich der Nacktaufnahmen, Tonmitschnitte mit meiner damaligen Affäre, die über einen längeren Zeitraum mit mir. Als ich was mit ihr hatte, das halt heimlich ohne mein Wissen aufgenommen hat. Ja, was soll ich euch sagen? Scheibchenweise von damals bis heute immer wieder was rausgehauen hat und mich in eine Ecke gestellt hat, mich dargestellt hat, in der ich überhaupt nicht reingehöre. Es ist für mich überhaupt nicht einfach, hier zu sitzen und mit euch so darüber zu reden, weil es ist wirklich immer noch ein sehr sensibles Thema. Es geht immer noch um so Nacktaufnahmen, so wo man mich nackt sieht und so. Und das ist wirklich nicht einfach für mich. Noch schwerer ist es einfach, dass damit ihr erstmal versteht, was überhaupt so abgeht. So, also auch im Hintergrund. Also man hat mich versucht, mit diesen Nacktaufnahmen einfach über einen längeren Zeitraum einfach zu erpressen. Ja, also. Das ist nicht einfach. Und man hat versucht, über mehrere Monate, über mehrere Jahre immer wieder ein Stückchen von den Aufnahmen zu nehmen und immer wieder zu spreaden und immer wieder an mich heranzutreten mit irgendwelchen Sachen. Und dieses Spiel habe ich irgendwann gesagt, ey, weißt du was, das mache ich nicht mit, ich lasse mich nicht erpressen, haut es raus, dann habe ich es hinter mir. Jetzt sitze ich da und ihr kennt so Nacktaufnahmen von mir. Das ist natürlich peinlich. Also für mich ist das sehr peinlich, klar. Aber es ist halt, wie es ist. Die Situation, also die Lage ist eigentlich wie vor einem Jahr. Es ist dasselbe Thema. Damals sind wir quasi den rechtlichen Weg auch eingeschlagen. Nur das Problem war, liebe Friends, dass wir die nötigen Informationen über meine damalige Affäre nicht hatten. Also es gab nicht alle Infos. Also das heißt, wir hatten nicht alle Infos über sie. Doch heute hat sich das geändert. Also jetzt nicht heute, sondern ne, im Laufe der Zeit hat sich das aber geändert. Diese Person ist namentlich, Adresse, alles bei der Staatsanwaltschaft. Wir sind dagegen hochgradig vorgegangen. Auch gegen ein, zwei YouTuber, die natürlich aktuell da auch in den letzten Wochen viel Welle gegen mich gemacht haben und auch Unwahrheiten verbreitet haben. Gegen diese Leute wurde auch rechtlich, wie sagt man, wurde auch rechtlich vorgegangen. Ich kann euch mal jetzt hier ganz kurz mal direkt auch einen Abschnitt abbilden, dann könnt ihr einmal ganz kurz mal reinschauen. So, das ist ein Beschluss vom Landgericht, also kein Brief von meinem Anwalt, sondern vom Landgericht. Also wie ihr sehen könnt, ist das hier kein Spaß mehr. Es